Juche, Hosef! Otisch! Ich habe den Film einerseits gemacht für die Europäer, damit sie eben die Geschichten hinter diesen fremden Gesichtern sehen, dass sie sehen, dass das einfach normale Menschen sind, die einfach nicht irgendwelche Freaks sind und irgendwelche Radikalen, sondern dieselben Wünsche und Träume haben, die man halt auch hier hat. Und auf der anderen Seite habe ich den Film natürlich auch für die Iraner gemacht, wie meine Eltern, die ihr Leben aufgegeben haben und von Neuem begonnen haben, die uns, ihren Kindern, ein Leben in Freiheit ermöglicht haben. Ja, das ist auf jeden Fall ein Film, der einen sehr stark emotional anspricht. Und es ist ein Thema, das ja im Prinzip leicht auch kitschig werden könnte. Und gerade, dass es nicht kitschig geworden ist, sondern dass man halt tatsächlich am Ende wirklich sehr fertig da rumsitzt, ist, glaube ich, ein ganz guter Beweis dafür, dass der Film eigentlich insgesamt gut komponiert ist, dass er hervorragend geschauspielert ist und so weiter. Also insofern auf jeden Fall ein emotionaler Film, was auch nicht schlecht ist in dem Falle, weil das auch emotional sein muss. Ich habe viel geweint und war traurig, obwohl war schön, aber man muss das fühlen. Ich habe zweimal geweint, bitterlich geweint, weil mich das so bewegt hat, der Film. Also ich hätte es mir nicht so krass vorgestellt. So furchtbar, die ganze Geschichte, aber auch so hoffnungsvoll und ich bin immer noch total bewegt. Es ist vor Jahren entstanden, aber was es traurig ist, eigentlich diese Geschichte mit diesen Sachen, dass es jetzt Ereignisse in Iran passiert ist, kann wieder aktuell sein. Und das hat einfach so mich traurig gemacht, dass nach so vielen Jahren trotzdem diese Geschichte wiederholt sich und gibt es Situationen, dass es wieder den Film oder so einen Film aktuell macht. Es bezieht sich auf eine konkrete historische Situation, aber es ist nicht so dokumentarisch oder nicht so auf eine bestimmte Zeit getrimmt, dass er dadurch sozusagen ganz in so einem bestimmten Augenblick sich erschöpft. Sondern es ist auch gleichzeitig eine allgemeinere Geschichte da drin, die auch an anderen Grenzen spielen könnte und wo dann gar nicht mehr das Wort Iran oder Türkei auftauchen muss, finde ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Flüchtlinge, zum Beispiel die von Afrikaner, die haben auf jeden Fall, die haben nicht durch Berge, dass sie fliehen sollen, aber durch diese ganze Meergeschichte, dass sie ertrinken, dass sie sterben. Natürlich können die nachvollziehen. Ich glaube, es ist, vielleicht deswegen hat der Film mich auch zum Weinen gebracht. Wenn ich auch sogar darüber nachdenke, werde ich total traurig. Also ich lebe ja in Köln und da ist Multikulti und ich verstehe einfach nicht, dass es sowas gibt und dass es einfach Menschen in ihrer Freiheit und in ihrem Denken so beeinflusst und unterdrückt werden. Ich finde es einfach schlimm. Ja, sagte ich, Edom schon. همیشه فکر میکنم چه خوب بود اگه واقعا یه بهشتی وجود داشت که اونا حداقل تو اون دنیا در خوشبختی زندگی کنن. Was für ein Gefühl hast du zu diesem Film? Ein sehr persönliches, weil das, wie ich schon drin sagte, die persönlichste Dreharbeit war für mich, die ich bis jetzt hatte, weil es teilweise mein eigenes Leben miterzählt. Und deshalb war es schon beim Dreh sehr emotional für mich und auch für die anderen Kollegen. Und dann später es auf der Leinwand zu sehen und das wirkt alles so echt, bringt das einem noch so näher. Und wenn man sieht, was das bewirkt bei den Leuten, die den Film angucken und auch so eine Geschichte haben oder sogar Leute, die nicht so eine Geschichte haben, wie die das auch bewegt, ist sehr berührend. Was ich toll fand, ist, dass es rüberkam, dass man einfach mal die Ausländer im eigenen Land mit einem anderen Auge betrachtet. Dass man nicht nur den Asylanten, der irgendwie vielleicht jetzt Arbeitsplätze wegnehmen will oder sonst was wegnehmen will, dass man diese Person nicht so betrachtet, sondern einfach den Menschen dahinter sieht und einfach realisiert, dass diese Menschen für Freiheit, für Menschenrechte,
für eine bessere Zukunft einfach sehr vieles auf sich genommen haben und alle Brücken hinter sich abgebrochen haben, um das zu erreichen, was wir selbstverständlich sehen und als total normal betrachten. Und ich glaube, wenn es etwas bewirkt, dann zum Positiven und auf gar keinen Fall zum Negativen. Und deshalb ist es wichtig, dass dieser Film auch gesehen wird. Dass so ein Film, eine persische Geschichte, auf 22 Festivals auf der ganzen Welt gezeigt wird und auf 22 Festivals auch gewinnt, glaube ich, ist für nicht nur wir Perser im Ausland, sondern auch für die Perser im Inland sehr erfreulich, dass sie dann einfach mitbekommen, dass wir die Geschichte, die Probleme, die unser Land hat, den Leuten mitteilen mit unseren Mitteln, was der Film ist, und dass sie dann auch gehört werden und auch erkannt werden und gesehen werden und auf Sympathie stoßen. باورم نمیشه که بتونم زنم رو باش کنم و کسی نیاد دستگیرم کنه. بیا بریم هتلم. آره خیلی با مزم. خیلی دیگه هتل هم حس بدیه برای اینکه فکر میکنین آدم ها رو زجر دادیم، هم حس خوبیه برای اینکه آدم ها رو تکون دادیم. آرزوی من این نیست که ملت ایران ایشون رو ببینن، آرزوی من این که ملت ایران دیگه از این داستان ها نداشته باشن که ما این فیلم ها رو براشون درست کنیم و این واقعیت ها رو براشون بگیم. باید حق راه رفتن هر جایی که داشته باشه بخواد بره داشته باشه. حرف اصلی من تو این فیلم اینه، من میخوام از اونجا برم. زمین، کره زمین مال همه ماست. اگه شما نگاه کنین آخرین صحنه فیلم بعد از جنریک، بازم یه دختر بچه هست که لبخند میزنه. به هر حال اون سایت اپتیمیستیکش و چجوری بگم اون خوشبینیش هنوز هست. در اصل برای من این فیلم برای خود من یه صلح درونی آورد، چون من خودم دیگه 31 سال ایرانی نیستم و از جامعه ایرانی اینجا دورتر شدم. این فیلم در اصل یه پلی شد که دوباره من نسبت به اون جامعه برگردم یه مقداری.